Ahoi und herzlich willkommen zur deutschen Version meines Power Rangers Ninja Storm Donner Morpher Tutorials. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und Nachbasteln und los geht's! Für dieses Projekt habe ich wie immer Moosgummi genommen, überwiegend. Der blaue Moosgummi ist 1 cm stark, der grüne bzw. dunkelgrüne Moosgummi 4 mm, gelb, rosa und weiß jeweils 2 mm stark. Die Vorlage für dieses Projekt findest du auf meiner Facebook-Seite facebook.de/kurtbastelt. Und wie du eben sehen konntest in der Vorschau, habe ich einige Details schon mit dem Lötkolben in die Moosgummi-Elemente gebrannt. Hier erwärme ich vorsichtig die Oberfläche des Moosgummis mit dem Feuerzeug, um den Moosgummi ein bisschen besser in Form drücken zu können. Und das versiegelt auch gleichzeitig die Oberfläche. Dieses Element zum Beispiel besteht aus einer Mischung aus 1 cm starkem Moosgummi, den ich, zurechtgeschnitten habe und mit 2 mm starkem Moosgummi beklebt habe. Und mit zurechtgeschnitten meine ich, dass ich vorne etwas Moosgummi entfernt habe, sodass dieses Element in die Öffnung geklebt werden kann. Hierfür habe ich wieder 4 mm starken Moosgummi genommen und die schon erwähnten Verzierungen eingebrannt. Für die Flügel habe ich 1 cm starken Moosgummi genommen und für die Verzierungen 2 mm starken Moosgummi zurechtgeschnitten. Auch hier wirst du an der Unterseite eine Menge Moosgummi entfernen müssen und somit schaffst du Raum für die Ninja Disc später. Dieses Element besteht aus zwei Schichten 4 mm starken Moosgummi und ganz unten nochmal eine Schicht 2 mm Moosgummi. Auch dieses Element habe ich wieder mit dem Lötkolben verziert, das heißt links und rechts kleine Rillen reingebrannt und vorne diese kleine Öffnung. Dieses Dreieck besteht wieder aus 1 cm starkem Moosgummi im Kern und der gelbe Moosgummi ist 2 mm stark. Die Beinchen des Morphers bestehen wieder aus 4 mm starkem Moosgummi. Und beim Ausschneiden habe ich darauf geachtet, dass die Stellen, die mit dem Morpher verbunden werden, abgeschrägt sind. Hier ist die vorhin erwähnte Ninja Disc. Dafür habe ich einen alten Gummiring genommen und Moosgummi-Elemente dran befestigt. Bevor du die Einzelteile zusammenklebst, kannst du sie auch erst einmal mit ein paar Nadeln in die richtige Position bringen und schauen, ob das alles so passt. Gerade bei den Flügeln musst du aufpassen, dass sie genug Spielraum haben, dass du sie öffnen kannst und wenn sie wieder geschlossen werden, müssen sie auch wieder an der richtigen Position sein. Kurze Werbeunterbrechung, ich möchte euch nur kurz auf meine anderen Ninja Storm Tutorials aufmerksam machen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal rein. Vielen, vielen Dank! Alle Moosgummiteile waren dann soweit vorbereitet, also konnte ich auch alles mit Sekundenkleber verbinden. Die ursprüngliche Ninja Disc hat mir nicht gefallen, ich habe mich da so ein bisschen verbastelt, also habe ich noch mal eine neue gebastelt, aber die im Prinzip genauso aufgebaut war. Alle Elemente waren vorbereitet und verbunden, das heißt, das Ganze kann jetzt grundiert werden und dafür habe ich mir eine Mischung angerührt und zwar aus Acrylfarbe, schwarzer Acrylfarbe und Hobbykleber oder Bastelleim.
und die Elemente großzügig damit eingepinselt. Nach dem Durchtrocknen konnte ich dann alle Einzelteile in der entsprechenden Farbe bemalen. Dafür habe ich solche Acryl-Metallic-Stifte genommen und auch weiterhin einfach Acrylfarbe. Nachdem eure Arbeitsplatte dann gesegnet wurde, könnt ihr diese beiden Teile mit Sprühlack lackieren. Damit das Ganze auch einen richtig schönen Schimmer erhält und die Oberfläche ein bisschen mehr geschützt ist, kannst du den kompletten Morpher noch mit so einer Acryl-Schutzschicht überziehen. Wenn du das machst, solltest du das aber vorher auf einer anderen Oberfläche überprüfen, denn in meinem Fall zum Beispiel hat die Acrylschicht mit den Metallic-Farben so ein bisschen reagiert und hat die Farbe so leicht aufgelöst. Und damit dir das nicht passiert, check das vorher richtig ab. Das Ranger-Symbol ist einfach ausgedruckt auf Fotopapier und mit Sekundenkleber auf der Ninja Disc befestigt. Die Nadeln habe ich dann ausgetauscht, und zwar durch Nägel, die etwas dicker sind und dem Ganzen einfach mehr Stabilität verleihen. Es gibt sicherlich noch eine bessere Alternative, aber naja. Für das Armband habe ich einen Streifen aus 2 mm starkem Moosgummi ausgeschnitten und den dann mit schwarzer Acrylfarbe bemalt. Den Morpher klebst du dann einfach wieder mit Sekundenkleber am Armband fest, stöpselst deine Heißklebepistole ein und befestigst dann Klettband an den entsprechenden Stellen am Armband. Und der Morpher ist fertig. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist und überhaupt reingeklickt hast. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und kannst dir jetzt deinen eigenen Donnermorpher basteln. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, pass auf dich auf, mach's gut. Cool.